So, dies hier ist im Prinzip ein Versuch, doch noch irgendwie das Kristall-Let's Play an den Start zu bekommen. Denn ich habe es aufgenommen seit März. Ich bin eigentlich immer noch am Aufnehmen und habe sozusagen die Folgen darauf zugeschnitten, dass ich bis zu Schwert und Schild fertig werde und halt nebenbei das 20-jährige Jubiläum von Generation 2 feiern kann. Aber kaum lade ich Folge 1 hoch, meint Pokémon mal wieder. Von daher, ja, nehme ich gerade das hier auf als kleine Erklärung dafür, warum dieses Let's Play kein Intro-Video hat und keine Anfangs-Credits und so weiter. Denn das ist ja eine Sache, die ich immer gerne mache, weil ich die Spiele gerne repräsentiere in ihrer Komplettheit, ne, und so weiter und so fort. Aber wenn man so einen Stock im Arsch hat, dann gerne schneide ich das Opening halt raus und versuche es so hochzuladen. Wenn das immer noch nicht klappt, dann nehme ich das hier gerade komplett umsonst auf, aber zumindest konnte ich mir ein bisschen Frust von der Seele schreien. Ihr kleinen Pissnelken hier. Ehrlich, ey. Warner Bros. Nervt, indem es sämtliche Let's Plays claimt, die es wagen, Videospielmusik zu verwenden. Dann kam letzte Nacht so ein Penner vorbei und meinte: Ey, deine Let's Plays enthalten Cutscenes. Und die Cutscenes hat einer unserer Let's Player in seinem Video genauso drin. Du kopierst unsere Videos. Das hat mir dafür Copyright Strikes verpasst. Und jetzt kommt der hier um die Ecke, ne? Pokémon. Die Wichser, wegen denen ich schon an dem einen, ne? An diesem einen Video, das wirklich alle anderen Videos auf meinem Kanal überschattet, nicht einen einzigen Cent verdient habe. Das waren mindestens 300, 400 Euro, die da hätten rauskommen können, aber ich krieg nicht einen Cent. Weil Pokémon gefällt es nicht, dass ich ein halbes Sekündchen aus ihrem scheiß Evoli-Piss habe. Ey! Boah! Nebenbei, euer Trailer gestern zu Pokémon Schwert und Schild war scheiße. Es war einfach nur Kacke. Eure Riesenmistviecher. So. Will ich noch irgendwas sagen? Keine Ahnung, lieber nicht. Ich meine, ich habe extra dazu, ne, diesen Piss von gestern von der Pokémon Direct, habe ich extra kein Video gemacht, weil ich nicht so viel Negativität verbreiten will, aber fick dich, Pokémon! Und viel Spaß mit dem Let's Play. Und damit herzlich hallo zu Pokémon. Zweite Generation, sag ich mal. Weil, ja. Dieses Jahr auch 20. Jubiläum. So wie beim letzten Mal, als wir Rot und Blau gespielt haben. Also mehr Rot und Blau habe ich mich ja innerhalb von 3 Minuten durchgescheatet. Ja, warum nicht Gold oder Silber? Erstmal hatte ich keinen Bock, mich zu entscheiden. Zweitens ist in der Edition eh mehr drin, also dachte ich mir, was soll der Blödsinn? Können wir auch gleich das nehmen. Ist zwar nicht das 20-jährige Jubiläum von Kristall, aber halt von Generation 2, also das da. Und warum nicht erst im November, wo Generation 2 eigentlich erst 20 wird? Naja, weil da Pokémon Schwert und Schild rauskommt und wir wahrscheinlich eventuell denn das da spielen werden. Deswegen das hier am besten, sagen wir mal, als Countdown bis dahin. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, wie das hier alles ablaufen wird. So, ich muss mal kurz testen. Optionen. Texttempo mach mal bitte auf 3. Kampfanimationen bitte an, weil deswegen habe ich ja den ganzen Kram hier überhaupt. Kampfstil wechseln, Sound Stereo. Drucken. Oh, die Druckeinstellungen sind ganz wichtig. Moment. Menüsteuerung, was? An, aus, egal. Rahmentyp. Ja, wir bleiben aber Typ 1. Hat da irgendwer was dagegen? Ja, dann tut mir das auch leid. So. Ich würde mal sagen, ohne große Umschweife. Neues Spiel. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Naja, ist eine berechtigte Frage, ne? Wie oft ich auf der Straße schon angesprochen wurde, ob die Dame denn vielleicht mal irgendein kostenloses Produkt testen möchte. Deswegen trage ich mittlerweile einen Bart, damit mich nicht alle wegen der langen Haare für eine Frau halten. Ätzend. Also eigentlich müsste ich jetzt das Mädchen nehmen, weil das würde meinem Aussehen näher kommen, aber wir nehmen jetzt den Jungen. Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät das ist? Warte mal,
Vormittag, nachts, nachts um 12 haben wir gerade. Genau. Und wie viele Minuten? Warte, 9. Es ist 12:09. Wow, 9 Minuten. Ja, 9 Minuten. Nachts um 9 nach 12? Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Entschuldigung. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt bestimmt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon. Tag aus, Tag ein. Wie lautet denn dein Name eigentlich? Ja, nicht so. Nachdem wir das letzte Mal Blödi gespielt haben, die ganze Zeit über, habe ich diesmal keinen Bock, die ganze Blödi zu sprechen. Deswegen nehme ich einfach Lugion und da ich weiß, dass der Name sowieso immer geschrien wird. So. Passt! Ha! Lugion! Bist du bereit? Ja, sobald du aufhörst, jedes Wort, das groß geschrieben ist, laut auszusprechen. Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwarten dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Hoffentlich nicht allzu früh, weil halt die Fresse, Eich, Alter. Oh, ich glaube, ich habe ihn instinktiv genauso gesprochen wie damals, als wir angefangen haben mit Rot. Lugion schaltet den PC ein. Aha. Was? Keine Items? Warum nicht? Habe ich einen Brief? Keine Briefe. Ich bin einsam. Dekoration. Oh, ich habe Bett. Bett. Bett weglegen. Poster. Poster weglegen. So. Nehme ich alles mit, weil brauche ich ja nicht mehr. Naja, nee, warte mal. Ist das einzige Bett im Haus. Ich kann nicht das einzige Bett im Haus wegnehmen. So, ich pack mal ein Federbett hin. Gab es in dem Spiel echt schon Raum-Customization? Krass. Habe ich ganz vergessen. Dies ist ein Fernsehgerät. Professor Eichs Pokémon Talk. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Pokémon-Programm. Hier ist DJ Margit, Ihr Co-Moderator. Pokémon, Pokémon-Programm. Aha. Eine komplette Sammlung von Pokémon-Bilderbüchern. Weil wir nicht lesen können, denn wir sind erst 3. Speichern. Ja, bitte. Das Let's Play geht schon... Keine Ahnung, 7 Minuten und wir haben erst 1 Minute Spielzeit. Ich sollte mich mal langsam ranhalten. What was that? Das Gute ist, da ich nicht mehr mit Fraps aufnehme, bekommt jetzt solche Lücken jetzt auch mit und ich muss es später nicht rein- und rausschneiden. Wie damals, wenn ich mich recht erinnere. Es läuft ein Film im Fernsehen. Die Sterne leuchten, 2 Jungen fahren Zug. Ich sollte mich auch in Bewegung setzen. Ja, hast ja recht. Ich höre auf jede Pflanze. Also warte mal, wo sind denn die ganzen Pflanzen? Oh, Lugion. Unser Nachbar Professor Lind hat nach dir gesucht. Er möchte, dass du etwas für ihn erledigst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Da hast du ihn. Lugion erhält Pokécom. Pokécom oder einfach nur... Pokécom, also Pokémon-Kommunikator. Verstehst du? Ein wichtiges Gerät auf deinem Pfad als Trainer. Oh, der Wochentag ist noch nicht eingetragen. Eingestellt. Das darfst du nicht vergessen. Welcher Tag ist denn heute? Der 13. März, Dienstag.
Ich habe keine Ahnung, wann dieses Let's Play startet, weil ich vornehme, mir es erst aufzunehmen und dann rauszubringen. Dienstag, oder? Ja. Haben wir Sommerzeit? Nein, es ist Mitte März. Es ist also nachts um 12:15. In Ordnung? Ja, hör auf zu stressen, Alte. Geh nach Hause, um die Uhr auf Sommerzeit oder Winterzeit einzustellen. Übrigens, weißt du über den Umgang mit dem Telefon Bescheid? Ja! Muss man nicht einfach den Pokécom einschalten und das Telefon so... Alter Schrulle, ich hab dir gerade gesagt, ich weiß, wie das geht. Telefonnummern werden gespeichert. Wähle einfach den Namen der Person, die du anrufen möchtest. Ist das nicht praktisch? Lass mich in Ruhe! Deswegen hau ich ab, Mutti, weil du nervst. Professor Lind wartet auf dich. Beeile dich, Baby. Boah. Wer bist denn du eigentlich? Guten Abend, Lugion. Ich bin zu Besuch. Ja, deswegen frage ich, wer du bist. Lugion, hast du schon gehört? Meine Tochter will unbedingt Professor Linds Assistentin werden. Sie liebt Pokémon von ganzem Herzen. Das beantwortet mir immer noch nicht die Frage, wer du bist. Mom, warum sind hier wildfremde Haus in unserem Frauen? Frauen in unserem Haus? Warum fange ich an, wie Cartman zu reden? Mother! Haus von Lugion, denn meine Mutter ist nicht meine Erziehungsberechtigte, ich bin der Erziehungsberechtigte meiner Mutter. Yo, Lugion! Ich habe gehört, Professor Lind hat neue Pokémon entdeckt. Das ist sehr schön für ihn. Ich will surfen. Jetzt sofort. Ja, ja, jetzt haben wir unser schönes Problem mit der Steuerung. Ach du Kacke. Professor Linds Haus. Aha. Und Haus von Unbekannt. Pikachu ist ein entwickeltes Pokémon. Professor Linds Entdeckungen sind wirklich erstaunlich. Er ist berühmt für seine Forschung auf dem Gebiet der Pokémon-Evolution. Ich wünschte, ich wäre ein Forscher wie er. Dann kauf dir mal eine Nase. Wow, dein Pokémon ist beeindruckend. Hast du den von Mama bekommen? Bist du meine Schwester oder was? Zisch ab, Mädel. Das ist also das berühmte Lind-Pokémon-Labor. Da starrst du so! Ist ja schon gut, Katschan, ich geh weiter. Lind-Pokémon-Labor. Da gehe ich erstmal bei einem alten Sack zu Hause vorbei und dann ins Labor. Neuborkia, die Stadt, in der der Wind der Erneuerung weht. Deswegen wohl Neu... Da müsste es doch eigentlich Neuwindia heißen, oder? Mann ist immer so beschäftigt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wenn er sich in seine Pokémon-Forschung vertieft, vergisst er sogar zu essen. Und sein Sohn hat er seit 3 Jahren auch nicht mehr gesehen. Ich bin 2 und wenn ich groß bin, helfe ich meinem Papa. Ich werde ein großartiger Pokémon-Professor. Dann mach das. Ich werde deinem Vater vorher aber helfen. Weil darum... Can I say except, weil darum. So, soll ich mal aus dem Haus rausgehen? Ja, so aus dem Haus. Ich meine, einfach so aus meinem Werker. Warte, Lugion! Was hast du vor? Es ist gefährlich, ohne Pokémon das Haus zu verlassen. Ich bin außerhalb des Hauses. Auf dem Weg zur nächsten Stadt können jederzeit wilde Pokémon auftauchen. Aber wir sind alle Freunde. Pokémon ist ein Spiel über Freundschaft. Ja, ich mache ja schon hinne. Oh, Autowalk. Lugion! Da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschung durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei hilfst, Lugion. Verstehst du? Ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Wie wär's damit? Nein. Aber ich brauche deine Hilfe. Nein. Aber ich brauche deine Hilfe. Nein. Aber ich brauche deine Hilfe. Ist ja gut. Danke, Lugion. So freiwillig. Immer wieder gerne. Du bist mir eine große Hilfe.
Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Hm? Oh hey! Ich habe eine E-Mail. E-Mails sind neu. Voll toll. Willst du auch mal das Internet probieren, Lugion? Hier, ich habe einen Computer. Und zwar einen, den man auf den Tisch stellt. Das nennt man Laptop. Der ist voll geil. Er hat einen Bildschirm, der gerade mal 3 cm in der Tiefe misst. Voll schlank. Und, warte. Aha. Oh, okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren. Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment. Ich hab's. Lugion? Könntest du der Sache nachgehen? Ich möchte, dass du eines der Pokémon aus einem dieser Bälle trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémon sein, Lugion. Such dir eins aus. Kann ich vorher noch mal kurz ins Internet? Aufzeichnung zur Pokémon-Entwicklung. Steht auf dem Bildschirm. Lass das nochmal aus, ne? Ich müsste mal kurz Nacktbilder von Misty suchen. Weißt du, Lind, ich kenne das Internet schon. Weißt du, was das erste war, was ich mit dem Internet gemacht habe? Mir eine Liste aller 251 Pokémon ausgedruckt. Ich weiß also schon, was mich in diesem Spiel erwartet. Von daher, soll ich den Pokédex einfach ausdrucken oder soll ich doch nochmal losgehen? Ist ja gut. Geht ja halt in den Festrechner. Ich frage mich, wozu der gut ist. Na, keine Ahnung. Guck mal in die Dateien in dem Ordner XXX. Aha. La, 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 la. Die Verpackung des Snacks, den Professor Lind gegessen hat, befindet sich hier. Weißt du, aber an die Bücherregale darf ich nicht ran. Da ist der Abfall einmal, ist alles abgesperrt. Warte, wohin gehst denn du? Ich hab doch gesagt, ich will dir nicht helfen. Sehr gut. Erscheint ein wildes Pokémon, lass deine Pokémon dagegen kämpfen. Ich hab doch noch nicht mal eins. Mein Spiegelbild sieht gut aus. Das Fenster ist offen. Eine sanfte Brise weht herein. Ich mich nicht irre, ist hier auch ein Fenster. Oder hier? Oder hier? Okay. Katschan guckt gerade rein, aber wir sehen ihn nicht. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben... Willst du Feuerriegel? Das Feuer-Pokémon? Überleg es dir gut. Die Wahl eines Partners ist sehr wichtig. Willst du Karnimani? Das Wasser-Pokémon? Überleg es dir gut. Deine Wahl eines Partners ist äußerst wichtig. Entscheidest du dich für Endivia, das Pflanzen-Pokémon? Nein. Überleg es dir gut. Deine Wahl, die Wahl deines Partners ist sehr wichtig. Aha. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Also die Endivia nicht, das weiß ich. Aber Kanimani? Oder Vollriegel? Wir sind das letzte Spiel, sind wir mit Feuer gestartet, ne? Genau, das war Glumanda. Ich könnte jetzt mit Wasser losziehen, aber irgendwie habe ich gerade mehr so Bock auf... Ich bin halt eher ein Feuertrainer. Finde ich später noch irgendwas mit Feuer, was ich irgendwie stattdessen... Wasser... Nee, warte, Wasser-Pokémon finde ich unterwegs. Ja, nee, ich nehme Feuer. Na du? Willst du Feuerriegel als Feuer-Pokémon? Ja, bitte. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Pokémon sehr gut ist. Lugion erhält Feuerriegel. Möchtest du Feuerriegel einen Spitznamen geben? Oh, fuck.
Ich habe mich gar nicht vorbereitet auf das Let's Play. Ich habe es einfach nur heute Morgen mal getestet und dachte mir so, oh ja, klar, los geht's. Ja. Feuerregel Alias. Moment. Ich brauche Licht. Jetzt brauche ich mein Buch. Ah, ich habe mein Buch. So, und jetzt brauche ich noch mal kurz das Internet. Das kann jetzt einen Moment dauern. Ne? Die Namenswahl des Starters ist wichtig, weil den werden wir die größte Zeit über... Ich hätte mir das vorher ausdenken sollen. Ich weiß, lass mich doch! So, neuer Tab. Ich würde gerne die Poke-Wiki-Seite von Feuerregel haben. Feuerregel, Pokémon, Wiki, Poke, Wiki. So, los. Nebenbei mache ich schon mal was anderes auf. Ja, komm, lade. Indessen mache ich meinen Translator auf. Und zwar den, wie heißt er denn hier? Yumiwa. Yumiwa ist ein Japanisch-Translator. So, hat sich die Seite schon aufgebaut. Da ist er ja. Feuerregel. Hinorashi oder Cyndaquil. Hinorashi finde ich schon ganz cool. Aber ich will jetzt vielleicht nicht einfach nur japanisch benennen. Dann müsst ihr mal kurz gucken. Hinorashi, Hinorashi, Hinorashi. Wo stehen denn die Bedeutungen der Namen? Die waren weiter unten, ne? Also da ja immer alle sagen, dass die Feuerpol-Starter auf dem japanischen Tierkreis, chinesischen Tierkreiszeichen beruhen, bin ich ja gerade echt versucht, ihn Ratte zu nennen. Aber da ich Ratten nicht mag, ist das irgendwie ein bisschen herabwertend, finde ich, aus meiner Sicht. Ich meine, es gibt viele Rattenbesitzer, die finden Ratten voll toll. Das dürfen sie auch. Aber ich habe eine große Meinung von Ratten. Vielleicht sollte ich das hier einfach als Gelegenheit sehen, um... Ah ja, da haben wir es. Mehr mich an Ratten zu gewöhnen. So, was haben wir denn hier? Deutsch Feuerriegel, Feuer plus Igel. Englisch Cyndaquil, Cinder, Englisch Asche und Quill. Steht für Stachel. So, Japanisch Hinorashi. Hinoko, Funken und Yamarashi für Stachelschwein, weil ist ein Stachelschwein und keine Ratte. So, was haben wir noch? Französisch. Herisindre. Herrichon, Herisson, Französisch Igel und Cendre, Asche. Koreanisch, Boykin, von Bull, Feuer und Heoriken, Hurricane, ah. Heoriken, sozusagen das Koreanisch, Koreaner, die versuchen Hurricane auszusprechen. Heoriken, also ist ja der Feuer-Hurricane. Das klingt irgendwie geil. Chinesisch. Frag mich nicht. Wukui. Chinesisch Feuerball, Energiebündel und Shu. Maus, Ratte. Also, im Deutschen ist es ein Igel. Im Englischen ist es ein Stachel. Im Japanischen ist es ein Stachelschwein. Im Französischen ist es ein Igel. Im Koreanischen ist es ein Hurricane. Und im Chinesischen ist es eine Maus bzw. Ratte. Okay. Dann hätte ich jetzt gerne mal das japanische Wort für Ratte. Nein, nicht schwarze Ratte, einfach nur Ratte. Mausratte. Nezumi, Nezu, ja, Nezumi und Nezu. Rattennest wäre Sosu. Und Rattengift wäre Nikoirasu. Okay, ich spreche das wahrscheinlich gerade alles total. Ja, der Ratte ist Nedoshi. Okay, wie ich halte mich also so, warte mal, weiße Ratte ist Shiro Nezumi. Weil Shiro weiß und Nezumi Ratte. Okay, Nezumi Ratte. Und wie war das jetzt nochmal? Hinoko. Hino. Arashi. Hineso.
Ich fange erstmal an mit... Nehme ich das ganze Hinoko? Ich meine, ich könnte auch Hineso... Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme einfach Hineso. Nehmen wir Hineso oder Hinesumi? Hinesumi. Wie war noch gleich das japanische Wort für Feuer? Schreibe ich hier das... Warte, Fire. F-I-R-E. Das war doch einfach... Fire. Was? Ire. Gab es da nicht ein anderes Wort? Rapid Fire, Crossfire, Large Fire. Taika. Rapid Fire, Fire Arrow, Small Fire. Feuerpumpe, Feuerdor. Hellfire, Gouka. Ire. Feuerpfanne. Warum habt ihr nicht einfach nur Feuer? Ach, weißt du was, ich nehme jetzt hier Google Translator, der ist mir da unkomplizierter. Übersetze. Bam, 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 bam. Los, okay, die Sprache Lateinisch will ich gerade nicht haben, ich hätte gerne Japanisch. So, wo haben wir denn? Nyong'o, hier haben wir es. Ja, da heißt es nämlich auf einmal Kasai. Was denn jetzt? Sieht zumindest aus wie das... Ich muss nochmal kurz was an meiner Eingabe ändern. Feuersturm wäre Arashi. Das wäre dann sozusagen wieder das Chinesische mit dem Tornado, ne? Arashizumi. Arashizumi oder Arashinesu? Ich nehme Arashizumi. Genau, gefällt mir. So, das hat jetzt wie lange gedauert? Zu lange, egal. Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort. Der Weg führt dich fast direkt dorthin. Du kannst es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall, dass... Hier ist meine Nummer. Ruf an, wenn es etwas gibt. Lugion erhält Linds Nummer. Bow. Ist dein Pokémon verletzt, solltest du es mit Hilfe dieser Maschine heilen. Benutze sie oft, so willst. Ja, genau. Lugion, ich zähle auf dich. Ich wollte schon sagen, hier, das sah nämlich aus wie Joys Maschine. Ich kann die Maschine nicht benutzen. Ah. Stimmt ja. Das war, bevor man alles mit dem Handy steuern konnte. Da ist man in den Computer gegangen. Ja. Heile Arashinesu. Arashizumi. Ich hätte doch Arashinesu nehmen sollen. Arashizumi. Lugion, ich möchte, dass du das mitnimmst. Lugion erhält Trank. Lugion steckt Trank in Itemtasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Hör auf, mich zuzuquatschen. Lugion öffnet dein Buch. Reisetipp 3. Öffne deinen Beutel und drücke Select, um deine...
Aha. Na, schau mal einer an. Ich dachte schon. Reisetipp 4? Ja. Guck mal, zukünftiges Game Freak. Damals wart ihr noch nett. Ihr habt das Tutorial einfach in 4 Bücherregale gesteckt und jeder, der irgendwie wissen wollte, was los ist, konnte sich das durchlesen. Ihr habt einen nicht tagelang an der Nase durch Alola gezogen. Boah, hat das genervt. Gut. Na dann. Möge die Reise beginnen. Folge 1 hat jetzt zwar eine halbe Stunde gedauert, weil ich 10 Minuten lang mir einen Namen für Archizumi ausdenken musste. Heißt der so? Ist es überhaupt ein R? Was bist denn du? Status. Archizumi. Männlich. Okay. Danke. Danke, danke. Gab es damals schon Wesen oder so? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh, das ist Archizumi. Archizumi kann Tackle und Silberblick. Ist unser erstes Pokémon und hat irgendein Item, trägt er. Wo kann ich denn das einsehen? Bei Status, ne? Oder auch nicht. Item, nimm. Nimm die Beere von Archizumi. Okay, das war gemein. Du kriegst sie zurück. Hier, guck mal, deine Beere. Ja, alles in Ordnung? Brav. Gut, dann speichere ich mal. Ja! Gibt bereits einen Spielstand. Natürlich gibt es den. Ich will ihn überschreiben. Okay.